Alles klar. So, 15 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Workshop Going International, Fragen und Antworten zum Auslandsgeschäft. Herzlich willkommen hier in der IHK. Ja, ich darf euch eine ziemlich intensive Stunde ankündigen. Wir haben vor, euch mit durch einen Parforce-Ritt eigentlich so durch die große, weite Welt zu nehmen und viele Dinge, so die das Thema internationale Geschäft so ja mitbestimmen. Erstmal vielen Dank für eure Anmeldung und wir hoffen, wir können eine ganze Menge interessanter Tipps, Hinweise und Impulse vermitteln. Das mache ich nicht nur ich alleine. Mein Name ist Robert Butschen. Ich bin hier Referent im Bereich Außenwirtschaft der IHK. Ich mache das mit unserem Team. Da vorstellen Katrin Lange und Holger von der Burg. Und wir werden gleich verschiedene Themen auch behandeln. Vorneweg ein paar technische Hinweise. Die sind ja bei Webinaren dieser Art durchaus üblich. Und ich glaube, der ein oder andere hat noch nicht ganz so viel Erfahrung mit Adobe Connect. Deswegen noch ein paar Hinweise auf grundlegende Funktionen des Webinarraums. In der oberen Menüleiste findet ihr zwei Symbole, einen Lautsprecher und ein Handzeichensymbol. Mit den kleinen Dreiecken neben den Symbolen können Einstellungen vorgenommen werden. Ihr könnt Lautsprecher oder Kopfhörer ein- bzw. ausschalten und die Lautstärke anpassen. Mit dem Handzeichensymbol könnt ihr euren Status übermitteln bzw. dem Moderator mitteilen, ob er lauter oder leiser, schneller oder langsamer sprechen soll. Fragen können schriftlich im Bereich Fragen der Teilnehmer gestellt werden, die unter den Folien zu finden sind. Wir beantworten diese Frage im Laufe oder am Ende des Vortrages. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir aber nur die eigenen oder sind nur die eigenen Fragen zu sehen, nicht die Fragen der anderen Teilnehmenden. An der Stelle noch ein Hinweis. Jeder hat sicherlich so zu seinem eigenen Geschäftszweck auch sehr viele detaillierte Fragen. Deswegen möchten wir ganz ausdrücklich auch nochmal die Nachricht verbreiten, dass das heutige Webinar vielleicht ein Startschuss sein soll und mit uns im Gespräch bleiben. Wir sind gern bereit, auch im Anschluss an das Webinar die Dinge individuell nochmal zu besprechen und sehr gezielt auf Dinge einzugehen, die euch bei eurem Geschäftsaufbau vielleicht individuell bewegen. Ja, ich möchte dann dazu kommen, dass wir kurz mal den thematischen Ablauf der heutigen Veranstaltung vorstellen. So, da haben wir es. Ich fange gleich kurz an mit ein paar strategischen Überlegungen, Tipps zur Geschäftspartnersuche und zum Marketing. Die Katrin Lange, die wird danach übernehmen, wird ein paar Hinweise geben zu Fördermöglichkeiten im Bereich der Außenwirtschaftsförderung für Startups. Und danach geht es ein bisschen an die harten Themen, an das Thema Vertragsgestaltung im internationalen Wirtschaftsverkehr. Und zum Ende hin kommt dann der ganz harte Teil, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das betreut dann Holger von der Burg, ja, bei uns im Hause ist das auch der sogenannte Zollpapst, ja, der lächelt schon ein bisschen und so, ne, aber nein, das ist wirklich einer der besten Experten, die wir in ganz Nordrhein-Westfalen haben, wenn es darum geht, im Warenverkehr grenzüberschreitend, ich sag mal, die vielen Dinge, die es da, die das Ganze etwas schwierig gestalten könnten, zu umgehen. Ja, soweit dazu. Und ich möchte vielleicht dann kurz anfangen mit ein paar strategischen Überlegungen. Übrigens, diese Reihenfolge, da haben wir uns überlegt, nach dem Motto, ja, wie kann ich internationales Geschäft aufbauen? Zunächst mal muss ich Geschäftspartner finden. Danach muss ich mit den Geschäftspartnern eine solide rechtliche Basis finden, mit denen ich dann auch letztlich das Geschäft gestalten kann. Und am Ende muss ich dafür sorgen, dass die Ware auch zuverlässig von A nach B kommt. Ja, also dahinter steht so eine gewisse, ich sag mal, ein gewisser logischer Aufbau, was jetzt hier so den Geschäftsaufbau betrifft. Wobei wir wissen, genau viele Dinge, die muss man individuell besprechen. Und ich kann mir vorstellen, viele sind auch sehr, sehr digital unterwegs. Und da werden sicherlich noch eine ganze Menge anderer Themen und Fragestellungen ergeben. So, zunächst jetzt ein paar Dinge zum Thema, ja, wenn ich mir jetzt überlege, international tätig zu werden oder wenn ich zum Beispiel über meine digitalen Aktivitäten auch dazu komme, dass ich relativ schnell auch für mich entscheiden kann, international meinen Geschäftsaufbau zu lancieren. Ja, wie kann ich zum Beispiel passende Märkte auswählen, auf die ich mich begebe? Ne? Und hier mal zwei Strategieansätze, eine reaktive Strategie oder eine aktive Strategie. Viele, die digital unterwegs sind, die leben von einer reaktiven Strategie. Die werden mit ihrer Website oder ihrem Social-Media-Auftritt vielleicht gefunden.
und bekommen dann Anfragen aus aller Welt. Soweit so gut. Man kann natürlich dann noch überlegen, wie man genau dafür auch sorgt, dass man eben entsprechend gefunden wird. Viele denken sich allerdings vielleicht auch aktive Strategie. Ich fände es ganz gut, wenn ich vielleicht meinen Geschäftsaufbau über Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen hinaus mal in den angrenzenden Niederlande beginne, als Beispiel. Oder vielleicht in den USA. Oder vielleicht auch in einem Land, was etwas weiter weg ist. Ja, vielleicht im Nahen Mittleren Osten. Da muss ich mich also etwas genauer mit den jeweiligen Märkten befassen. Und verschiedene Strategieansätze möchte ich kurz vorstellen. Man kann zum Beispiel Volumenmärkte wählen, man kann Wachstumsmärkte wählen oder man kann natürlich auch gezielt recherchieren und dann für sich entscheiden, wo man gerne hin möchte. Fangen wir mal mit Volumenmärkten an. Zur Einstimmung hier einen Blick auf die, ja, ich sag mal so ganz einfach, Top 10 des deutschen Außenhandels. Was ihr hier seht, sind die größten Handelspartner Deutschlands. Auf der linken Seite die Exportpartner, auf der rechten Seite die Importpartner. Und da sehen wir viele Länder, die wir vielleicht auch so erwartet hätten, vielleicht auch nicht. Bei den Exportmärkten auf den Plätzen 1, 2, 3, die USA, Frankreich und China. Das war übrigens nicht immer so. Ja, das hat sich in den letzten Jahren doch ein wenig verändert. Die USA sind seit 4 Jahren auf Platz 1, davor war es eigentlich immer Frankreich. Und China auf Platz 3 ist auch erst seit einiger Zeit so. Davor war es traditionell Großbritannien. Soweit, so gut. Schauen wir uns die Importpartner an, auf der rechten Seite. Platz 1 ist China, darauf hätte man kommen können. Platz 2 sind die Niederlande. Ein kleines Land, nicht weit von hier, aber wirtschaftlich sicherlich hochinteressant. Und auf Platz 3 dann auch die Vereinigten Staaten. Und auf den Plätzen dahinter sehen wir eigentlich sehr viele europäische Staaten. Und da sind auch relativ viele Länder hinzugekommen, die früher da nicht so ohne weiteres vertreten waren, in Osteuropa vor allen Dingen, sprich Polen und Tschechien. So, gehen wir mal weiter. Auch einen anderen Strategieansatz. Übrigens, die Folien, die schicken wir euch nach der Veranstaltung zu. Ja, also ihr müsst jetzt nicht wild alles abtippen und so weiter. Das bekommt ihr alles. Wir werden gleich auch noch mit vielen Weblinks agieren. Ja, und die kann man sich ja eh gar nicht alle merken. Das heißt, wenn ihr nachher die Präsentation bekommt, dann müsst ihr da einfach nur draufklicken. So, Wachstumsmärkte hatte ich angekündigt. Was ihr hier seht, ist die Rangliste der Exportzuwächse in den letzten 5 Jahren der deutschen Wirtschaft. Ja, das heißt, wir haben das jetzt mal nicht nach Prozentzahlen gerankt, sondern nach den Exportvolumina in Milliarden Euro. Und da sehen wir auf Platz 1 China, die hatten wir vorhin auch schon auf Platz 1, allerdings beim Import. Hier ist es Platz 1 beim Exportzuwachs. Und auf Platz 2 interessanter die Niederlande. Ja, und übrigens, das gilt natürlich besonders auch dann hier für Nordrhein-Westfalen. Auf Platz 3 dann Polen, ja, ein interessantes Land, wo wir auch wahrnehmen, dass unglaublich viele neue Geschäftspartnerschaften in den letzten Jahren entstanden sind. Ja, und ja, wir haben hier zum Teil die Volumenmärkte, zum Teil aber auch Märkte, wo sehr viel, ich sag mal, Musik gerade im wirtschaftlichen Geschehen ist. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie, die betrifft auch Wachstumsmärkte. Und zwar möchte ich euch, dass ihr euch einfach mal die Zahl 3,4 anschaut. Das ist das durchschnittliche Wachstum, was die deutsche Wirtschaft mit, ja, ich sag mal, in der Welt im Außenhandel in den letzten 5 Jahren hatte. Wir reden hier vor Corona, das muss ich noch hinzufügen. Ja, die Statistik, die wir hier vorliegen haben, die gilt bis 2019. Und da waren wir im Jahr mit einem oder im durchschnittlichen Jahresverlauf zwischen 2014 und 2019 mit einem Plus von 3,4% unterwegs. Immerhin. Jetzt sehen wir aber einige Länder, da war das etwas stärker ausgeprägt und andere, da war das etwas weniger stark ausgeprägt. Europa ist da so ungefähr im Schnitt. EU vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit 3,7%. Asien, vergleichsweise unterdurchschnittlich. Das mag den einen oder anderen überraschen. China deutlich überdurchschnittlich, 5,2%. Aber im Nahen Osten ist vieles auch in die andere Richtung gegangen, bedauerlicherweise. Naja, Nordamerika deutlich im Plus. Ja, man mag so, wenn man die Weltpolitik verfolgt, vielleicht anderes vermuten. Okay, Lateinamerika Durchschnitt. Afrika eher schwach ausgeprägt. Australien, Ozeanien eher durchschnittlich. Ja, also das vielleicht auch nur als kleiner Anhaltspunkt dazu, was in den letzten Jahren doch relativ dynamisch für uns aus Sicht der Außenwirtschaft war.
Das hier ist eine Folie, zu der muss ich ganz ausdrücklich nochmal hinzufügen, dass wir sie ja veröffentlicht haben, gerade bevor Corona ausgebrochen ist. Ja, und zwar machen wir einmal im Jahr Folgendes. Wir befragen einmal im Jahr in den Industrie- und Handelskammern in Deutschland die deutschen Unternehmen, in welchen Regionen sie für das kommende Jahr besonders gutes oder besonders schlechtes Geschäft erwarten. Ja, wir fragen, wo erwartet ihr besseres oder schlechteres Geschäft als im letzten Jahr? Und die Antwort, die wir 2019 im Februar ermittelt haben, vor Corona wohlgemerkt, sagt 0. Das heißt, genauso viele Unternehmen erwarten schlechteres Geschäft weltweit als besseres Geschäft weltweit. Wenn wir das nun differenzieren nach bestimmten Märkten, dann liegt 2020, ach Entschuldigung, das habe ich mich verhaspelt. Ich rede ja davon, dass hier minus 6%, dass 6% eher schlechteres Geschäft erwartet haben als besseres Geschäft. 2019 war das ausgeglichen. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen und mal differenzieren nach Regionen, dann sehen wir, dass immerhin noch 8% besseres Geschäft in Asien-Pazifik außerhalb von China erwarten, außerhalb von China wohlgemerkt, 5% in der Eurozone und in Europa, 4% in Nordamerika, interessanterweise immer noch. Und hier wird es dann schon negativ, 1% oder 1% mehr schlechteres als besseres Geschäft in China, 7% für Lateinamerika, 8% für Ost- und Südosteuropa, 15% Nahost und minus 15% Subsahara-Afrika. Also die Aussichten für dieses Jahr waren leider auch ohne Corona schon nicht besonders rosig. Und wenn man jetzt so eine Frage stellen würde, naja gut, dann wird man wahrscheinlich überall sehr in die negative Zone reingeraten. So, jetzt bevor wir mal zu ein paar praktischen Tipps kommen zum Thema Geschäftsaufbau und Geschäftspartneransprache, ein paar strategische Fragen. Muss ich suchen, werde ich gefunden? Kann ich im Ausland gefunden werden? Wie kann ich mit ausländischen Interessenten kommunizieren? Und darf ich mein Produkt ins Ausland überhaupt verkaufen? Fragen, die vielleicht jeder für sich selber mal betrachtet, selbst beantworten sollte. Und dazu vorneweg jetzt mal die nächsten Links. Das hier sind sehr allgemeine Links, auf denen man sich zu internationalen Märkten informieren kann. An der Stelle ganz oben können wir nur sehr empfehlen, gti.de, eine unglaubliche Quelle an Informationen über Weltmärkte, und zwar ganz unterschiedliche Informationen. Zum Teil zu Branchen, zum Teil sehr geschäftspraktisch, zum Teil zu rechtlichen Fragen, aber auch zu Ausschreibungen oder auch zu Dingen, die das Thema Zoll betreffen. Germany Trade and Invest steht dahinter. Das ist eine Agentur des Bundeswirtschaftsministeriums, die es zur Aufgabe hat, weltweit Marktinformationen zu sammeln, diese aufzubereiten und deutschen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich auch Startups. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und zu gucken, ob vielleicht für den einen oder anderen das Richtige dabei ist. Der nächste Hinweis betrifft die deutschen Auslandshandelskammern, AHK.de. Das sind unsere Partnerorganisationen in über 90 Ländern der Welt. Auch da gibt es aufs jeweilige Land bezogen eine ganze Menge zu entdecken. Und last but not least, in eigener Sache, wir haben einiges hinterlegt zu vielen Märkten auf unserer Webseite düsseldorf.ihk.de im Bereich international und Länder und Märkte. So, jetzt einfach mal 7 Ansätze, wie man mit potenziellen Geschäftspartnern im Ausland in Kontakt kommen kann. Sprich, wie kann ich diese identifizieren? Wie kann ich diese kontaktieren oder wie kann ich mich selber so positionieren, dass ich vielleicht von dem einen oder anderen noch angesprochen werde? Und bei diesen 7 Dingen, da kann jeder für sich entscheiden, ob das für ihn in Frage kommt oder nicht. Ich möchte sie nur einfach mal erwähnen und mal vielleicht ein paar Impulse vermitteln, was der eine oder andere machen könnte, um sich da mal etwas stärker zu betätigen. Fangen wir an mit ja, Dingen. Wir nennen sie mal Datenbanken und Kooperationsbörsen. Früher fand das alles analog in Papierform statt, in dicken Wälzern. Ja, ob das die gelben Seiten waren oder wer liefert was. Das Ganze gibt es auch alles international und heute alles digital. Ja, und man findet zum Beispiel auf kompass.com oder europages.com sehr viele Unternehmensreferenzen aus Europa oder aus allen oder auf vielen Ländern außerhalb Europas in verschiedenen Branchen. Wenn man sich schlau machen möchte, wer zum Beispiel in einer bestimmten Zielbranche alles unterwegs ist. Man kann aber auch dann zum Beispiel sich entsprechend auf Seiten tummeln, die manche
ausgewählte Länder zum Motto haben. Und hier mal ein paar Beispiele zu Indien, Trade India und so weiter oder madeinchina.com für China. Ja, es ist durchaus interessant, dann einfach mal andere Quellen anzuzapfen, die vielleicht auch dann nur für bestimmte Länder vorgesehen sind. Wir haben übrigens dazu auf unserer Webseite auch nochmal eine Übersicht. Dann gibt es Kooperationsdatenbanken. Da kann man eigene Geschäftsangebote platzieren. Unten sind zwei Beispiele, wo das kostenfrei geht. Man kann aber auch nach passenden Geschäftsangeboten im Ausland suchen. Ja, also wer möchte, einfach mal reinschauen, ob für den einen oder anderen was dabei ist. Thema Messen haben wir immer in unserer Präsentation. Wir machen Going International übrigens ja, schon seit 3 Jahren im Rahmen der Startup-Woche, aber auch schon seit 15 Jahren in ja, analoger Form als Workshop für ja, viele Unternehmen. Haben schon über 50 dieser Workshops angeboten mit über 1000 Teilnehmern. Und da dürfen natürlich, wenn wir über Geschäftspartnersuche sprechen, auch Messen nicht fehlen. Wobei, da muss man natürlich ganz klar sagen, okay, Corona trifft die Messewirtschaft natürlich sehr, sehr hart. Und momentan ist das ja ein relativ schwieriges Thema. Jüngstes Beispiel, ich habe heute Morgen erfahren, dass die Medica, die also einer der größten internationalen Messen, die wir in Düsseldorf haben, im November jetzt endgültig abgesagt worden ist, zumindest der analoge Teil. Nichtsdestotrotz, der Hinweis, den wir allen mitgeben wollen, heißt, nutzt Messen. Wenn man schon nicht auf Messen gehen kann, nutzt auch Messekataloge und nutzt auch Kataloge ausländischer Messen, um sich zum Beispiel über Marktteilnehmer im Ausland zu informieren. Hinweis noch, für den Fall, dass in absehbarer Zeit mal wieder die Teilnahme auf Messen möglich sein sollte. Es gibt ein neues Förderprogramm in Nordrhein-Westfalen. Neu insofern, dass demnächst auch eine Einzelförderung auf einer Auslandsmesse möglich ist. Ja, das gilt übrigens ausdrücklich für Startups. Das heißt, wenn ich mich als Startup dazu entschließe, zum Beispiel auf einer Messe in Frankreich mich zu präsentieren, dann kann ich dazu einen Zuschuss bei der Außenwirtschaftsförderung von NRW beantragen. Da wird die Katrin Lange gleich noch was zu sagen. Punkt 3, Branchenportale. Man kann in Deutschland, wenn man sich zu bestimmten Branchen informieren möchte, ja, typische Branchenpublikationen auswählen. Beispiel Lebensmittelzeitung im Bereich Handel oder Verpackungswirtschaft im Bereich Verpackung. Der Hinweis lautet ganz einfach, sowas gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Und hier einfach ein paar Beispiele dazu. Und ja, kann nur jedem ermutigen, der in bestimmten Branchen unterwegs ist, sich da einfach mal entsprechend zu tummeln. Ja, Nummer 4, Unternehmerreise und Kooperationsbörsen. Das sind Dinge, die wir in der Regel im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung des Landes NRW oder auch der Außenwirtschaftsförderung des Bundes durchführen. Da muss ich natürlich auch momentan sagen, das findet so nicht statt. Aber wir werden gleich noch ein paar Beispiele dazu bringen, was wir da in den letzten Jahren auch für Startups gemacht haben. Wir hoffen natürlich alle, dass wir 2021 auch mal wieder sowas wie Delegationsreisen in andere Länder anbieten können, zum Beispiel nach Israel, das steht auf dem Programm. Es ist aber so, dass wir auch in Düsseldorf sehr viele Delegationen aus anderen Ländern zu Gast haben. Und ich kann auch nur durchaus empfehlen, mal zu schauen, was es da gibt. Es gibt übrigens hier beim Thema Inland eine Webseite bei NRW Europa, wo man sich normalerweise anschauen kann, was da alles passiert. Die deutschen Auslandshandelskammern, ich hatte sie vorhin schon mal erwähnt, wenn es also zur Marktinformation gegangen ist. Ja, unsere Partner in aller Welt, man kann gemeinsam mit denen auch Märkte erschließen. Die bieten das in der Regel als Dienstleistung an. Kann ich nur empfehlen, wenn man bestimmt auf speziellen Märkten unterwegs ist, sich das mal anzuschauen. Bieten auch interessante Netzwerkmöglichkeiten, aber auch weitergehende Dienstleistungen, wenn es darum geht, manche Geschäftsprozesse etwas zielführender und effizienter zu betreuen. Ja, nächster Hinweis: Webauftritt internationalisieren. Ja, muss ich Startups eigentlich weniger schmackhaft machen als vielen traditionellen etablierten Corporates oder Mittelständlern, wie man es so schön macht? Viele gehen hin und haben eine tolle deutsche Webseite und dann übersetzen die auf Englisch und denken, das wäre gut und schön. Da muss man sagen, ja, das ist besser als nichts. Aber meistens ist das dann nicht wirklich so den internationalen Anforderungen angepasst. Ja, deswegen lautet der Tipp ganz klar, bitte den Webauftritt internationalisieren.
Da kann man tagesfüllende Webinare zu anbieten. Hier haben wir ein paar Fragestellungen, die damit einhergehen. Und ich denke mal, das sind Dinge, die sich aber heutzutage von selbst verstehen. Ähnlich wie natürlich ja, typische Online-Tools zu nutzen. Wobei auch bitte da den Hinweis zu schauen, ist das denn auch dann alles international kompatibel, was ich da so mache im Netz? Ja, Suchmaschinenoptimierung, ja, ist gut, ist natürlich eine Sache, die man relativ einfach für den deutschen Markt durchführen kann. International ist das vielleicht ein bisschen anders. Soziale Netzwerke, in anderen Ländern sind andere Netzwerke sehr viel mehr angesagt oder auch sehr viel mehr für geschäftliche Dinge auch zu nutzen, in Deutschland weniger. Ja, sind meine Tools international kompatibel? Und wenn ich zum Beispiel im E-Commerce unterwegs bin, stellen sich viele Fragen, auch rechtlicher Natur, ob ich so ohne weiteres das auf einer Plattform in einem anderen Land verkaufen oder anbieten darf, so wie ich es in Deutschland tue, oder ob ich nicht da auch gerade rechtlichen Anforderungen Genüge tun muss. Das soweit ein paar Hinweise. Noch zwei Dinge vielleicht ergänzend dazu. Ich möchte euch aufmerksam machen auf unseren Newsletter, den IHK Infodienst Außenwirtschaft. Hier der Link dazu. Da berichten wir jeden Monat über verschiedene Dinge, die sich so tun. Ja, die eigentlich das interessieren oder die Unternehmen, die Außenwirtschaftsgeschäfte betreiben, einfach mal wissen sollten und informieren auch zu eigenen Veranstaltungen, Projekten, Fördermöglichkeiten und so weiter. Und wer gerne wissen will, was wir alles anbieten an Veranstaltungen, Workshops etc., der kann sich einfach mal unsere Übersicht anschauen oder uns entsprechend mal eine Einverständniserklärung schicken, dass er von uns über den Verteiler informiert wird. Ja, sind natürlich momentan fast ausschließlich virtuelle Tätigkeiten oder virtuelle Angebote. Wir hoffen natürlich, dass wir in 2021 auch wieder sehr viel mehr physische Angebote und Veranstaltungen anbieten können. So, soweit dazu. Ein paar, ja, einführende Hinweise von mir. So, jetzt denken wir uns so, dass vielleicht der erste Geschäftspartner gefunden ist. Und jetzt geht es darum, die Geschäftspartnerschaft sozusagen einzutüten und einen Vertrag draus zu machen. Und das kann keiner besser als meine Kollegin Katrin Lange. Sie fängt aber zunächst mal an und gibt noch ein paar weitere Hinweise zum Thema Außenwirtschaftsförderung für Startups. Ja, vielen Dank, Herr Butschen, für diese einführenden Worte. Und das ist mal ganz gut, wenn man, bevor man sich mit den Rechtsfragen beschäftigt, dass man so etwas Positives hat, was man da für die Startups auch machen kann. Wir freuen uns, dass wir bei der Startup-Woche wieder dabei sind. Und Herr Butschen hatte schon gesagt, eine unserer traditionellsten Veranstaltungen. Und es gibt einige Fördermöglichkeiten für Startups und die möchte ich jetzt kurz vorstellen. So. Eine zentrale Seite ist www.nrw-international.de. Das ist die Gesellschaft für Außenwirtschaftsförderung des Landes NRW. Der ein oder andere hat es vielleicht schon aus der Presse mitbekommen, ist natürlich einiges an Umstrukturierung im Moment am Laufen, aber im Wesentlichen wird die Außenwirtschaftsförderung natürlich sich anhand der bekannten ja, Formate erstmal orientieren. Hier aus dieser Folie könnt ihr mitnehmen, dass die NRW, und ich spreche jetzt wirklich auch nur über die Förderung für Startups aus Nordrhein-Westfalen im internationalen Bereich im Wesentlichen aus zwei Säulen besteht. Einmal eben aus dem Thema Unternehmerreisen und einmal aus dem Thema Messebeteiligungen. Und bei Unternehmerreisen gibt es dann verschiedene Module, die meistens dabei sind, aber auch sehr individuell angepasst werden. Kooperationsbörsen sind dabei, Fachsymposien, auch zum Teil geführte Messebesuche. Und falls für den einen oder anderen von euch das Thema Innovation von Interesse ist, es gibt auch digitale Unternehmerreisen, zum Beispiel jetzt auch zum Thema USA. Und da vielleicht noch tatsächlich ein Hinweis, die Situation, die Covid-Situation hat es in den USA jetzt eigentlich möglich gemacht, dass man Kontakt zu Netzwerken und zu Experten aufbauen kann, die in einer normalen, in einem normalen Setting so überhaupt nicht möglich wären. Also falls das für einen von euch von Interesse ist, meldet euch einfach bei mir. Auf der anderen Seite haben wir dann die ganz klassischen NRW-Messegemeinschaftsstände.
wo ihr dann ja, zum Beispiel davon profitieren könnt, von Weitsichtelementen etc. Aber es gibt auch die Kleingruppenförderung und ganz aktuell eine Neuigkeit für die Kleingruppenförderung. Es ist für kleine Unternehmen bis 49 Mitarbeiter auch möglich, eine Einzelförderung hier ja, in Betracht zu ziehen. Das heißt, normalerweise braucht ihr für die Kleingruppenförderung drei Startups, drei kleine Unternehmen, die sagen, wir möchten genau auf diese Messe, nicht mit einem großen Gemeinschaftsstand, sondern das ist unsere Messe, da müssen wir hin, das ist unsere Spezialmesse. Und dafür waren normalerweise drei also drei Unternehmen notwendig und jetzt könnt ihr das aber auch alleine machen. Und dann gibt es noch als Sonderformat vielleicht die Mittelstandsbörsen. Wie gesagt, die Homepage habe ich euch gesagt. Falls ihr jetzt sagt, so Unternehmerreisen, Messebeteiligung, ist ja alles gut und schön. Wir als Startups brauchen aber, um den Weg ins Ausland zu gehen, etwas ganz anderes. Bis zum 4. Oktober führt das Wirtschaftsministerium NRW eine Umfrage durch, nämlich genau zum Thema Internationalisierung von Startups. Und ich würde euch gerne bitten, weil ich meine, ihr seid das Publikum, ihr habt gesagt, ja, wir möchten uns mit dem Thema Internationalisierung heute beschäftigen. Geht bitte auf den Link, nehmt an dieser kurzen Umfrage teil und wirklich eure Meinung zählt. Das Wirtschaftsministerium wird das auswerten und wer weiß, vielleicht gibt es auch schon bald neue Instrumente der Außenwirtschaftsförderung. So, das war jetzt erstmal, wie ihr Geld oder Unterstützung bekommen könnt im Wege der Förderung. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was normalerweise immer etwas weniger lustig ist, aber ich kann natürlich in so einer Stunde, die wir ja insgesamt angesetzt haben, euch nur ganz, ja, euch nur wirklich relativ wenig Infos mitgeben. Aber ich möchte euch, dass ihr einige zentrale Begriffe aus dem Bereich des internationalen Vertragsrechts heute mitnehmt und dann in Zukunft sagen, davon habe ich schon mal was gehört, darauf muss ich achten. Das ist so der Ablauf, wo ich kurz was zu sagen werde. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in das Fragen und Antworten Kästchen reinschreiben. Manche Sachen, wenn die zu individuell sind, wir nehmen die alle mit auf und würden uns dann im Anschluss dazu bei euch dann auch melden und würden die natürlich dann auch beantworten. So, wir befinden uns ja das in einem internationalen Setting und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass sich auch mein Vertragspartner in einem internationalen Setting befindet. Viele Unternehmen berichten mir, dass es ihnen manchmal schwerfällt, sich überhaupt auf die neue Rechtskultur oder die Vertragsverhandlungskultur mit ihrem Gegenüber einzulassen. Also guckt einfach, dass ihr trotzdem versucht, euren Geschäftspartner zu verstehen, dass ihr das auch lernt, vielleicht auch zwischen den Zeilen zu lesen und dass ihr euch einfach schlau macht, was sind interkulturelle Aspekte bei der Verhandlungsführung. Vergegenwärtigt euch auch immer, dass ihr hier in Deutschland seid, ihr vielleicht in so einem deutschen oder auch europäischen Setting, was Rechtsnormen angeht. Das kann in anderen Ländern eben ganz anders sein. Und wenn wir über andere Kontinente dann sprechen, dann sowieso. Ne? Also die Rechtskultur jetzt hier zum Beispiel Civil Law versus Common Law, dass ihr das schon mal gehört habt. Ne? Also das, was euch hier selbstverständlich erscheint in Deutschland, heißt nicht, dass es in anderen Ländern auch selbstverständlich ist. Die Sprache wird auch oft vernachlässigt. Das heißt, manchmal seht ihr ja so zweispaltige Verträge, aber macht sicher, dass ganz klar ist, Vertragssprache ist Englisch, das andere ist dann zum Beispiel eine unverbindliche Übersetzung. Ja, Vorsicht bei E-Mail-Angeboten. Auch da bekommen wir viele Anfragen zu Betrugsfällen etc. Fragt euch immer, ist das seriös? Darf dieser ja, und dieses Unternehmen überhaupt mit mir einen Vertrag eingehen, also der Mitarbeiter des Unternehmens, liegt zum Beispiel auch in Stellvertretung vor. Und oft wird dieses Thema einfach nicht beachtet und dann ja, scheitere ich schon sehr früh in meinen internationalen Vertragsverhandlungen. So, das Zweite, Unternehmen vergessen oft, dass sie in ihrem Vertrag
eine Rechtswahl treffen sollen. Also das heißt, meistens ist dann irgendwo in eurem Vertrag, steht dann drin, der Vertrag richtet sich nach deutschem Recht oder nach französischem Recht oder was auch immer. Wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel deutsches Recht vereinbart habt, dass dann automatisch in so einem internationalen Setting ihr prüfen müsst, ob nicht UN-Kaufrecht auch zur Anwendung kommt, weil UN-Kaufrecht ist Teil des deutschen Rechts im internationalen Setting und wenn wir nicht über Verbrauchergeschäfte sprechen. Inzwischen sind 94 Vertragsstaaten Mitglied bei, also im Abkommen vereint und Deutschland ist, wie gesagt, hat das seit 1991, das sogenannte UN-Kaufrecht, umgesetzt. Prüft das aber immer, weil zum Beispiel Großbritannien ist kein Vertragsstaat des UN-Kaufrechts. Das Zweite ist die Reichweite des deutschen Rechts. Also deutsche Unternehmen schreiben sehr gerne rein, ich vereinbare einen Eigentumsvorbehalt. Solche Sachen gelten im Ausland oft gar nicht. Dieses Institut des Eigentumsvorbehalts ist in manchen Ländern völlig unbekannt. Die können sich gar nicht vorstellen, dass man jemandem eine Sache gibt, aber die trotzdem mein Eigentum ist und nicht im Eigentum einer anderen Person. Das ist für Deutsche eigentlich gang und gäbe. Im Ausland ist sowas ganz oft unbekannt. Oder man muss einen Eigentumsvorbehalt ins Handelsregister eintragen. Auch solche Sachen sind möglich. Ja, jetzt hatten wir also schon Vertragssprache, wir hatten das anwendbare Recht. Wichtig auch, dass ihr nochmal den Begriff Gerichtsstand gehört habt. Das ist, wäre dann das Gericht, wo der Vertrag, also wo die Streitigkeiten aus einem Vertrag dann verhandelt werden. Das kann dann zum Beispiel Deutschland sein, es kann dann natürlich auch das Land sein, in dem euer Geschäftspartner sitzt. Bei manchen Sachen muss es das Land sein, wo der Geschäftspartner sitzt. Das ist zum Beispiel oftmals so, wenn es um Immobilien geht. Oder wenn ein Staat Urteile zum Beispiel aus Deutschland nicht anerkennt. Ne? Ihr solltet das regeln, damit es nicht ein Gericht regelt oder es mehr dann vom Zufall abhängt. Grundsätzlich sind auch natürlich Drittländer möglich. So kann man dann überlegen, ja, verhandeln wir etwas, kann ich dem Geschäftspartner entgegenkommen, dann kommt der mir ein wenig entgegen und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Also das könnt ihr mal gucken, wie eure Verhandlungsposition aussieht. Und ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr eine Schiedsklausel macht, also so richtig so ein Schiedsgericht, Gerichtsklausel vereinbart, eventuell auch eine vorgeschaltete Mediation. Was jetzt Schiedsgerichte angeht, da gibt es viele international tätige Institutionen, also die International Chamber of Commerce zum Beispiel oder auch in Deutschland DIS. Wichtig ist da immer, dass ihr die Schiedsklausel tatsächlich richtig formuliert und richtig mit in den Vertrag einbezieht. Alle Institutionen der Schiedsgerichtsbarkeit haben Musterklauseln auf ihren Webseiten. Wann macht das Sinn, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Also ich sage mal so, ein Schiedsgericht macht dann Sinn, wenn wir über höhere Beträge reden. Ne? Also alleine bei der ICC das vorgeschaltete Mediationsverfahren mit kostet Minimum 20.000 US-Dollar. Ne? Das heißt, wir reden hier über wirklich größere Vertragssummen, also Streitigkeitssummen. Und das war jetzt nur das vorgelagerte Verfahren. Das richtige Schiedsverfahren ist natürlich dann davon abhängig, wie teuer das ist, wie viele Schiedsrichter habe ich. Habe ich ein oder drei Schiedsrichter? Wie werden die ausgewählt? Also das muss man halt natürlich dann gucken, ob das dann dafür steht. Ne? Mein Tipp aus vielen Jahren, wo ich jetzt schon mit Unternehmen darüber rede, ist gerade im internationalen Verkehr, versucht, dass es gar nicht erst zu Streitigkeiten kommt. Sprecht mit eurem Vertragspartner, guckt, ob das wirklich ein seriöser Vertragspartner ist, der auch liefern kann. Guckt, welche Absicherungen ihr in eure Verträge einbauen könnt, also ob es jetzt über ein Akkreditiv läuft. Das sind so Überlegungen, die ihr haben solltet. Als fünftes
Die Frage nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bekommen wir auch eigentlich immer wieder so als Hot Topic gestellt. Ja, ist eben im internationalen Verkehr reicht es eben oft nicht aus, dass die einfach nur ja, irgendwo auf der Homepage steht, sondern da müsste man schon auch sicher gehen, dass der Vertragspartner die auch tatsächlich zur Kenntnis genommen hat. Lasst euch die durchaus dann auch unterschreiben und überlegt euch immer, habe ich einen zentralen Punkt, der mir sehr wichtig ist? Und wenn er euch wichtig ist, dann nehmt ihn in euren Vertrag mit rein und nicht irgendwo in den AGBs, weil da kann ja immer das Risiko sein, dass sie nicht wirksam einbezogen wurden. Also nehmt euch von dieser Folie mit, alles, was euch wichtig ist, nehmt es in den Vertrag mit auf. Ja, Corona ist auch an vielen Unternehmen und auch an vielen internationalen Verträgen nicht vorbeigekommen. Das ist etwas, was viele Unternehmen hart lernen mussten. Ihr seid jetzt hier, das heißt, ihr könnt euch zumindest jetzt schon mal Gedanken darüber machen. Viele Unternehmen haben eben keine Klausel zum Thema höhere Gewalt bei sich in den Verträgen. Das heißt also, was passiert, wenn ich aus unverschuldeten Gründen, zum Beispiel Pandemie, Krieg, Terror, Überschwemmungen, Naturkatastrophen etc. meiner Lieferverpflichtung nicht nachkommen kann. Das ist eben, was mit höherer Gewalt gemeint ist. Versucht da vielleicht eine Lösung für euch zu finden, die dann mit der dann auch euer Vertragspartner leben kann, dass ihr da vielleicht eine Vorkehrung zutrefft. Ja, jetzt sagt ihr vielleicht so, ja, das hört sich ja alles gut an, aber wenn ich das jetzt durch einen Anwalt machen lasse, wird das natürlich sehr teuer. Ja, aber das ist ja im Prinzip das Erste, was halt irgendwie stimmen muss, ne? Das heißt, ich habe oft mit Unternehmen gesprochen, wo dann leider das Kind schon in den Brunnen gekommen ist, gefallen ist und wo es dann wirklich zu sehr teuren Anwaltskosten im Nachgang kam. Man sollte überlegen, ob das nicht sinnvoll angelegtes Geld ist. Was man vielleicht vermeiden sollte, ein Tipp von mir, vermeidet irgendwelche Ping-Pong-Spiele, ne? Also ihr wisst ja jetzt, was so die zentralen Klauseln sind. Habt ihr die Begriffe schon mal gehört? Vermeidet ist, dass zum Beispiel jetzt steht, wir vereinbaren jetzt deutsches Recht. Dann sagt der Geschäftspartner in dem anderen Staat, nee, wir möchten aber lieber französisches Recht. Dann sagt der nächste Anwalt wieder, nee, aber deutsches Recht ist besser, weil Französisch. Versucht, dass ihr das irgendwie mit eurem Geschäftspartner, dass ihr das verhandelt, dass ihr das halt regeln könnt, damit das nicht ein Hin und Her von Klauseln wird, weil das macht es natürlich tatsächlich teuer, wenn ihr jetzt über jede einzelne Klausel diskutiert. Ja, ich habe euch dann noch einige praktische Tipps zur internationalen Vertragsgestaltung hier mit ja, an die Hand gegeben. Ihr bekommt ja alle den Vortrag und könnt euch die dann gerne durchlesen. Und dann bleibt mir nur zu wünschen, dass ich hoffe, dass ich euch ein bisschen sensibilisieren konnte für das Thema ausländisches Vertragsrecht, internationales Recht, dass ihr vielleicht mal Lust habt, hier durch diese ja, Links zu klicken, dass da was dabei ist, was euch vielleicht interessiert oder euch auch weiterhilft. Ich weiß, dass juristische Themen oft unliebsam sind und auch mühselig, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Aber wenn ihr Fragen habt, stehen wir Ihnen alle zur Verfügung. Ruft an und ich denke, wir können dann auch gut ja, zu einer Lösung kommen oder einfach euch da auch weiter beraten. Und damit habe ich direkt eine Punktlandung, was meine Zeit angeht, und kann dann an den Herrn von der Burg nämlich überleiten, der, und jetzt wird es richtig hart, wie der Herr Butschen auch schon gesagt hat, weil jetzt geht es nämlich um das Thema Zoll und Import und Export. Ich danke euch und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach.
Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nachdem Robert Lutschen und Katrin Lange euch Tipps und Empfehlungen gegeben hat, die wichtig sind bei internationalen Geschäften, möchte ich das ganze Themenfeld abrunden und euch darstellen, wie ihr durch das harte Themengebiet des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts souverän durchkommt. Und da habe ich euch einige Tipps, Checklisten und Empfehlungen vorbereitet. Wir werden jetzt so die nächsten 15 bis 20 Minuten 8 Bereiche beleuchten werden. Was sind die Vorschriften beim grenzüberschreitenden Warenverkehr? Welche Voraussetzungen müsst ihr generell im Vorfeld erfüllen? Ein wichtiger Baustein bei In- und Exportgeschäften ist die sogenannte Zolltarifnummer. Und dann sind so Themenfelder auch zu beleuchten, im Vorfeld zu berücksichtigen. Wann kann ich den Ursprung im Außenhandel sinnvoll anwenden? Wie decke ich die Exportkontrolle vernünftig in meinen Unternehmensabläufen ab? Die richtige Auswahl einer Incoterms-Klausel kann über Erfolg und Misserfolg eines internationalen Geschäftes entscheiden. Und wo könnt ihr denn herausfinden, wenn wir gleich über die deutschen und europäischen Zollvorschriften sprechen? Ihr liefert aber eine Ware nach Russland. Wie sind da die Einfuhrvorschriften? Wie sind die Einfuhrvorschriften in anderen Ländern? Das werden wir heute durchgehen. Und abschließend werde ich das durch Checklisten, die für Aus- wie für Importgeschäfte greifen werden. Starten wir jetzt erstmal in den neuen Bereichen beim grenzüberschreitenden Warenverkehr. Und die wichtige Nachricht zu Beginn: Ihr dürft als Unternehmen mit jedem Land weltweit Geschäfte betreiben. Die Europäische Union verbietet mit keinem Land den kompletten Handel. Es gibt allerdings gegenüber 27 Staaten Teilembargo-Maßnahmen, weil bestimmte Export- und Einfuhrregularien, Einfuhrgeschäfte nicht möglich sind. Die wesentlichen zollrelevanten Maßnahmen, die stelle ich euch gleich vor. Wir sprechen über die zwei Ursprünge, bei denen es um die Ausstellung von Dokumenten geht, den präferentiellen und den IHK-Ursprung. Darüber hinaus werdet ihr öfter auch schon mal einen Begriff gehört haben, die Warenmarkierung Made in. Das hat aber nichts mit der Ausstellung von Dokumenten zu tun. Da will ich euch aber gleich auch noch Hinweise geben. Wir werden auch das Thema Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union streifen. Da greifen nicht direkt zollrelevante Maßnahmen. Da muss man aber sogenannte innergemeinschaftliche Lieferungen berücksichtigen. Solche Geschäfte sind vom Grundsatz her mehrwertsteuerfrei, wenn auch steuerrelevante Maßnahmen erfüllt. Also das Umsatzsteuergesetz ist zu beachten. Über die Lieferbedingungen werden wir gleich sprechen. Die 11 möglichen Incoterms-Klauseln. Incoterms sind internationale Lieferbedingungen, die euch und euren Partner, mit dem ihr das Geschäft betreibt, gewisse Aufgaben, Rechte und Pflichten zuweist. Und die Vorschriften der Empfangsländer, die spielen auch eine ganz entscheidende Rolle. Und da biete ich euch nachher drei Informationsquellen an, bei denen ihr hier Informationen herausfiltern könnt. Starten wir erstmal mit den Voraussetzungen für Außenhandelsgeschäfte. Einmal entweder die Gewerbeanmeldung beim Ordnungsamt oder der Eintrag ins Handelsregister und für internationale Geschäfte entscheidend und wichtig, einmal die Steuernummer, die ihr bei eurem Finanzamt beantragt. Im Zollrecht, wenn ihr mit Ländern außerhalb der Europäischen Union Geschäfte betreibt, erstellt ihr ja bei Exporten Ausfuhranmeldungen oder wenn ihr eine Ware aus China, aus Japan importiert, dann Einfuhranmeldungen. Und da braucht man nur eine Nummer, bei dem das Zollamt weiß, das ist euer Unternehmen. Also die EORI-Nummer ist eine euch zugeteilte Unternehmensnummer und die ist in den Zollanmeldungen anzugeben. Auf innergemeinschaftliche Lieferung bin ich ja gerade schon kurz eingegangen. Wenn eine Ware von Deutschland, Herr Lutschen hatte beispielsweise die Niederlande häufiger erwähnt, wichtige Handelspartner, da braucht ihr von euch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, die beim Bundeszentralamt für Steuern in Saarlouis beantragt werden kann. Und eine Umsatzsteuernummer des Niederländers. Und wenn dann noch so ein, zwei weitere Formalitäten gelöst werden, dann könnt ihr mehrwertsteuerfrei liefern von eurem Unternehmen an ein anderes Unternehmen in den Niederlanden. Und dann müsst ihr noch die Verbringung nachweisen. Da ist ein Nachweisdokument beispielsweise die Gelangsbestätigung. Die Punkte, die ich jetzt hier aufführe, dazu haben wir Checklisten, Kurzmerkblätter. Ich will euch aber erstmal so die Rahmenbedingungen darstellen. Gehen wir jetzt wieder in die Export- und Importgeschäfte rein. Und da ist ein entscheidender Baustein die richtige Tarifierung, die richtige Klassifizierung von Produkten. Ihr seht hier beim zweiten Spiegelstrich, dass wir knapp 9.500 Warennummern haben.
Und jedes Produkt, egal ob es eine Werkzeugmaschine ist, eine Waschmaschine, ein Frequenzumwandler, eine Pumpe, hat eine Zolltarifnummer. Und an dieser Zolltarifnummer ergibt sich, wenn ihr Waren aus Ländern außerhalb der EU einführen möchtet, wie hoch der Einfuhrzoll sein wird. Oder wenn ihr Waren aus Deutschland in Drittländer exportiert, was in der Exportkontrolle beim Bereich Warenursprung Präferenzen zu beachten ist. Also das ist die Grundlage für den Erfolg eurer Geschäfte, die richtige Klassifizierung, die richtige Tarifierung der Produkte. Ich habe euch mal ein Beispiel von Haushaltsgeschirrspülmaschinen dargestellt. Damit will ich Folgendes ausdrücken. Die Warennummern sind weltweit in den ersten 6 Stellen einheitlich aufgebaut. Das heißt, bei 198 Länder partizipieren am harmonisierten System. Das ist eine Untergruppe der Weltzollorganisation. Die sind für die Tarifierung von Waren verantwortlich. Wir geben den Rahmen her. Wenn ihr jetzt aus Deutschland in Drittländer exportiert, dann gebt ihr in der Ausfuhranmeldung eine 8-stellige Zolltarifnummer an. Führt ihr aber Waren aus einem Land außerhalb der EU ein, aus China, aus Japan, aus den USA, muss in der Einfuhranmeldung eine 11-stellige Codenummer angegeben werden. Die Tarifierung ist immer eure Aufgabe. Die Erstellung der Zolldokumente, da können euch auch Dienstleister unterstützen, wobei die Haftung immer bei euch bleibt. Aber auch hier haben wir zu den verschiedenen elektronischen Formularen Musterausfülldokumente, also Orientierungshilfen, mit denen ihr gut klarkommen solltet. Gleichwohl ist die Tarifierung nicht ganz so einfach, damit das aber keine zu große Herausforderung für euch wird, könnt ihr verschiedene Quellen in Anspruch nehmen. Wenn ihr beispielsweise nicht Hersteller der Produkte seid, dann wendet euch an den Hersteller. Die Zollverwaltung bietet ein System der verbindlichen Zolltarifauskünfte an. Da kann man sich auch gut dran orientieren. Wir haben auf unserer Homepage ein umfangreiches Merkblatt zur Tarifierung von Waren. Und das Warenverzeichnis für die Ausländerstatistik ist im elektronischen Zolltarif auf der Zollseite abgebildet. Und ihr müsst nicht immer dann das Rad neu erfinden. Es gibt eine Datenbank der Europäischen Kommission, die sogenannte EPTI-Datenbank, European Binding Tariff Information. Da könnt ihr schon für Zolltarifnummern Entscheidungen, wie tarifiert wird, abrufen, indem ihr das Produkt, den Namen des Produktes der Ware eingibt. Und dann hat man schon gute Argumente zur Tarifierung eines Produktes. Darüber hinaus solltet ihr den Ursprung im Außenhandel beachten. Was ist damit gemeint? Was ist zum Beispiel gemeint mit dem linken Block, mit dem präferenziellen Ursprung? Dieser Ursprung greift dann, wenn ihr in die Schweiz liefert, nach Norwegen, aber auch in einige asiatische Länder wie Japan, wie Singapur, wie Vietnam. Das sind die neuesten Präferenzabkommen, die die Europäische Union abgeschlossen hat. Liefert ihr hier euren Kunden Waren, die in der Europäischen Union hergestellt sind, dann spart euer Partner im Drittland in den vorgenannten Ländern, mit denen die EU solche Abkommen geschlossen hat, Zölle. Dann ist der Zollsatz bei der Einfuhr viel günstiger. Und das kann den Aufschlag geben, dass euer Kunde sich für eure Produkte entscheidet, wenn ihr solche Präferenznachweise erbringt. Der zweite Ursprung, der eine Rolle spielen kann, ist der nicht präferenzielle Ursprung, der IHK-Ursprung. Damit ist das IHK-Ursprungszeugnis gemeint. Und solltet ihr in Länder liefern, im arabischen Raum, in die Emirate, nach Saudi-Arabien, Katar, Oman, aber auch in Länder wie Russland, dann verlangen die dortigen Zollbehörden bei der Einfuhr ein IHK-Ursprungszeugnis. Und der dritte Bereich, der hat weniger mit Waren zu tun, weniger mit Dokumenten zu tun, sondern die Warenmarkierung Made in. Einige Staaten verlangen auf dem Produkt, auf der Verpackung eine Made in-Ursprungsangabe. Da haben wir auch eine schöne Übersicht, welche Länder das verlangen, für welche Produkte. Ich will mich mal auf den mittleren Bereich hier konzentrieren, weil ich hier so ein Beispiel dargestellt habe in den nächsten Folien. Wenn eine Ware nach Russland geliefert wird, da wird ja ein IHK-Ursprungszeugnis von den russischen Behörden verlangt. Und dieses Ursprungszeugnis habe ich mal so als Muster dargestellt. Ich möchte euch aber auf den Weg bringen, geben, dass wir ja hier nicht nur virtuell was machen mit Webinaren, sondern auch im Rahmen der Digitalisierung schon mehrere Jahre lang das Ursprungszeugnis in elektronischer Form anbieten. Also ihr könnt das elektronisch beantragen. Ihr bekommt von uns die elektronische Freigabe. Und wenn ihr in diesen Themenfeldern sagt, jawohl,
Wir liefern in die Länder, die ich gerade aufgeführt habe. Dann nimmt bitte mit dem Team Bescheinigung oder mit mir Kontakt auf. Dann stellen wir die Voraussetzungen nochmal euch zur Verfügung bei der elektronischen Variante. Also ein Ursprungszeugnis ist dann ein Reisepass einer Ware, die Eintrittskarte für die Ware im Bestimmungsland, damit dort ein Produkt im arabischen oder im russischen Raum eingeführt werden darf. Das steckt letztendlich dahinter. Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden sollte, auch im Vorfeld, gerade wenn ihr sagt, Mensch, wir möchten mehr in Drittländer liefern als zu importieren, dann sind die Ausfuhrkontrollvorschriften zu beachten. Das hört sich jetzt erstmal so als eine große Herausforderung an. Es sind aber letztendlich vier Hürden, über die ihr relativ zügig springen könnt. Im Bereich der Exportkontrolle ist zunächst zu sagen, dass der Außenwirtschaftsverkehr grundsätzlich frei ist. Ihr müsst aber die Vorschriften der Europäischen Union und die Vorschriften Deutschlands beachten. Einmal sind das Verbotstatbestände bei Embargomaßnahmen. Bei Embargoländern gibt es aber nicht immer Verbotstatbestände, das können auch Genehmigungspflichten sein. Und generell, egal in welches Drittland man liefert, hat man erstmal die Güter zu prüfen, die Güter zu klassifizieren. Das heißt letztendlich, dass einige Produkte auf einer bestimmten Leistungsfähigkeit von Güterlisten erfasst sind und somit genehmigungspflichtig. Das sind beispielsweise Werkzeugmaschinen ab einer gewissen Positioniergenauigkeit. Das können Hochleistungscomputer sein ab einer gewissen Rechnergeschwindigkeit. Das können Stahlrohre, Stahlbleche sein, wenn das Material sind aus härtender Stahl, das hat ab einer gewissen Zugfestigkeit. Und die Güterlisten sind dann erstmal soweit mit euren Produkten zu vergleichen. Und habt ihr solche gelisteten Produkte, braucht man halt eine Ausfuhrgenehmigung. Da ist nicht der Zoll zuständig, sondern das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das hat seinen Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Neben der Güterkontrolle habt ihr dann die länderbezogenen Embargomaßnahmen zu beachten. Die Europäische Union hat bestimmte Geschäfte mit Russland sanktioniert, in bestimmten Wirtschaftsbereichen oder genehmigungspflichtig gemacht. Mit anderen Ländern, gerade im afrikanischen Bereich, gibt es Embargo-Maßnahmen. Und Embargo-Maßnahmen beziehen sich nicht immer nur auf Länder, das ist die zweite Hürde. Ihr habt auch eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen, weil mit bestimmten gelisteten Personen, Unternehmen darf man keine Geschäfte machen. Und da muss man sich keine teure Software anschaffen. Es gibt ein kostenloses Portal im Internet, das Deutsche Justizportal. Da kann man zum Beispiel mit dieser Verlinkung ganz einfach kostenlos die Sanktionslistenprüfung machen. Das war die dritte Hürde, der dritte Bereich der Exportkontrolle und der vierte Bereich sind sogenannte verwendungsbezogene Kontrollen. In bestimmten sensiblen Ländern muss ich mich als Ausführer immer mit dem Verwendungszweck auseinandersetzen. In welchem Bereich ist der Kunde tätig? Da kann die militärische oder nukleare Verwendung genehmigungspflichtig sein. Das sind die vier Hürden. Da haben wir Entscheidungsbäume, Orientierungshilfen, Flowcharts zur Exportkontrolle. Also das kann ich euch auch gerne zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind noch weitere Aspekte wichtig. Ich komme jetzt nochmal auf die Incoterms. Incoterms ist die Abkürzung für International Commercial Terms. Und das sind Lieferbedingungen, die dem Verkäufer und dem Käufer bestimmte Aufgaben zuspielen. Es gibt zwei Hauptfunktionen dieser Incoterms. Das ist der Kosten- und Gefahrenübergang an der Ware, wann er vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Und es gibt so bestimmte Nebenpflichten. Wer ist für die Erstellung der Zolldokumente zuständig? Wer muss den Frachtraum buchen? Das regeln die Incoterms. Und da habt ihr vom Grundsatz her die Option, mit allen 11 Klauseln zu arbeiten. Die Aufgaben und Pflichten des Verkäufers und Käufers habe ich euch nochmal dargestellt. Die Incoterms 2020 haben einen anderen Aufbau. Die stellen jetzt ganz logisch den Aufbau einer Verkaufstransaktion bis hin zur Lieferung und zur Abwicklung dar. Und im linken Bereich sind die Aufgaben des Verkäufers unter der A dargestellt, im rechten Bereich die des Käufers. Und abschließend möchte ich die Incoterms mit den 11 Klauseln, die es gibt, die ja vom Grundsatz her dürft ihr mit allen 11 Klauseln arbeiten. Zwei Klauseln sind aber sogenannte Extremklauseln, die bringen gewisse Zusatzverpflichtungen. Ex-Works ist nicht immer die optimale Klausel beim Verkauf,
weil dann der Käufer für die Exportabwicklung zuständig wäre, was mit dem Zollrecht nicht so ohne weiteres vereinbar ist. Deshalb könnt ihr euch gedanklich bei Ex-Works, könnt ihr das in Klammern setzen und mitnehmen, dass die FCA-Klausel Free Carrier die viel bessere Klausel ist, um internationale Geschäfte abzuwickeln, von Aufwand her vergleichbar mit Ex-Works, spielt euch aber viel konkretere und bessere Aufgaben zu. Und dann gibt es eine zweite Klausel, gerade auf der Verkaufsseite, bei der man sehr vorsichtig sein sollte, auch wenn ein lukratives Geschäft auf eurem Radar erscheint, seid bei DDP zurückhaltend, wenn euer Käufer DDP gerne im Kaufvertrag haben möchte. DDP heißt Delivered Duty Paid, geliefert vor Zoll. Ihr zahlt alle Steuern im Bestimmungsland. Ihr zahlt neben Zöllen auch alle Zölle und alle Steuern im Bestimmungsland und werdet auch für die Einfuhrabfertigung verantwortlich. Das ist eine nicht kalkulierbare Größe. Das heißt, wenn ihr einen Partner oder einen Kunden habt, bei dem ihr sagt, komm, wir zahlen die Transportkosten bis zum Bestimmungsort, dann bietet sich beispielsweise viel eher die Klausel DAP, Delivered at Place, an. Oder neu im Kontrakt 2020 ist die DPU-Klausel. Der Unterschied zu DAP ist dann einfach nur, dass bei DPU noch die Entladung am Bestimmungsort zu euren Kosten geht. Und bitte auch noch berücksichtigen, diese 11 Klauseln sind nicht für alle Transportarten gedacht, 7 Klauseln davon schon. Aber die 4 Klauseln, bei denen ich hier so ein Sternchen gemacht habe, von FAS bis CIF, das sind Klauseln, die speziell für den Seeverkehr konzipiert sind. Habt ihr also Luftfrachtsendungen, LKW-Sendungen, wählt eine der Klauseln aus, die nicht ein Sternchen hat. Und zu guter Letzt, der gesagt, die Hauptfunktionen sind der Kosten- und Gefahrenübergang. Bei den E-Klauseln, bei der einen E-Klausel, bei den F-Klauseln und bei den D-Klauseln ist der Kosten- und Gefahrenübergang an der gleichen Stelle. Bei den C-Klauseln, das sind 2-Punkt-Klauseln, zahlt ihr die Transportkosten, wenn ihr eine C-Klausel nutzt, bis zum Bestimmungsort. Der Risikoübergang greift dann aber schon, wenn er die Ware dem ersten Frachtführer übergeben hat. Deshalb spricht man hier von 2-Punkt-Klausel. Gehen wir dann in die letzten Bereiche rein. Ich habe noch einige wenige Folien vorbereitet. Wie macht ihr euch schlau über die Einfuhrvorschriften des Bestimmungslandes? Da gibt es insgesamt 3 Quellen. Ich habe mal die Einfuhrdokumente bei einer Lieferung nach Russland dargestellt. Da ist dann die Handelsrecht und Ursprungszeugnisse, auch Verpackungsvorschriften zu beachten sind, könnt ihr diese Folie entnehmen. Viel wichtiger sind aber die beiden Bereiche, die hier bildlich dargestellt sind. Wir haben hier bei den blau unterlegten Buch, das sind die Konsulats- und Mustervorschriften. Wenn ihr also neue Märkte erstmalig bedient, können wir euch zu diesen Märkten die Importvorschriften zur Verfügung stellen. Da gibt es einmal die K&M oder ein weiteres Buch, Exportbestimmungen in andere Länder. Die gibt es auch als CD-ROM-Variante, ist bei uns abrufbar. Oder ihr nutzt die Möglichkeit einer Datenbank im Internet. Es gibt die Marktzutrittsdatenbank, die Market Access Database, die demnächst noch abgedatet wird. Wir sind da bei dieser Weiterentwicklung auch als IHK involviert gewesen. Da kann ich mir für 108 Länder die Einfuhrvorschriften selbst abrufen. Eine gute Geschichte, die die Europäische Union kostenlos zur Verfügung stellt. Abschließend möchte ich noch die Bereiche, die ich gerade vorgestellt habe, mit Checklisten. Wo könnt ihr die EORB-Nummer beantragen? Wo kann ich zur Exportkontrolle Themenfelder finden, zum Bereich Incoterms? All das, was ich gerade vorgestellt habe, da findet ihr die entsprechenden Verlinkungen. Ihr erhaltet ja die Unterlagen noch in digitaler Form, dann könnt ihr direkt auf diese Links hier gehen. Darüber hinaus, wie erstelle ich Zolldokumente elektronisch? Wie erstelle ich eine Ausfuhranmeldung? Wo kann ich die gut 9500 Warennummern abrufen? Das sind so Checklisten hier auf 2 Seiten für die Ausfuhr dargestellt. Das habe ich genauso gemacht, wenn ihr Waren aus Drittländern importiert. Die Höhe der Einfuhrzölle in der Europäischen Union, vielleicht auch mengenmäßige Beschränkungen. Manche Produkte darf man in einer gewissen Größenzahl importieren. Zollaussetzungen, wenn bestimmte Produkte hier nicht verfügbar sind, kann man auch eine Zollaussetzung beantragen. Das ist hier unter diesem Link der Europäischen Union verfügbar. Und soweit Tarifierung von Produkten,
gewisse weitere Vorschriften an Produkt-CE-Kennzeichnung, Etikettierungsvorschriften. Auch da haben wir hier die dazugehörigen Verlinkungen dargestellt. Ihr seht also, bevor ich jetzt an Robert Butschen weitergebe, es sind einige Punkte zu beachten, wenn man aber diese Spielregeln, die ich gerade erläutert habe, berücksichtigt, dann werdet ihr eure Export- und Importvorschriften vernünftig umsetzen und so hart ist das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht nicht. Und wenn ihr irgendwo dann in Zukunft eine Fragestellung habt, weil ihr sagt, jetzt geht doch die Ampel eher auf Rot, dann nehmt Kontakt mit uns auf, hier sind die entsprechenden Daten und dann werdet ihr auch in Zukunft eure Import- und Exportgeschäfte souverän abwickeln. Vielen Dank. So, ja, dann darf ich eigentlich auch jetzt gleich abschließen. Die Stunde ist um. Vielen Dank, dass ihr euch an den Zeitrahmen doch ziemlich gehalten habt. Ich glaube, bei dem einen oder anderen werden die Köpfe ziemlich rauchen. Keine Sorge, das müssen sie nicht. Ich denke mal, für den einen oder anderen war das ein oder andere, was wir gesagt haben, recht hilfreich, aber sicherlich nicht alles. Deswegen machen wir morgen Folgendes. Morgen schicken wir an alle die Präsentation, die wir jetzt gerade vorgelegt haben. Und darüber hinaus wird auch in den nächsten Tagen unser Webinar nochmal im Netz erscheinen. Ja, wenn sich das Ganze nochmal anschauen möchte oder vielleicht uns weiterempfehlen möchte, sich das Ganze nochmal anzuschauen, der kann das dann auch demnächst auch nochmal tun. Ich möchte auf eine Frage hinweisen, die hat der Chris Maurer uns gestellt. Und da spricht er eigentlich einen ziemlich wunden Punkt an, nämlich zwei Sachen, die wir doch relativ bewusst ausgespart haben. Was ist bei der Rechnungsstellung von Dienstleistungen ins Ausland, konkret in die Niederlande, zu beachten? Ja, wir haben das Thema Steuern, zumindest grenzüberschreitende Steuern bei Dienstleistungen und auch so diese Entsende- und über grenzüberschreitenden Dienstleistungsthemen relativ kurz gehalten. Ich werde dazu morgen nochmal ein IHK-Merkblatt rausschicken, daraus geht einiges hervor, und nochmal einen zusätzlichen Hinweis bringen, der in puncto Niederlande, glaube ich, ganz interessant ist. Und danach würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal telefonieren. Ja, damit möchte ich es auch belassen. In der Präsentation findet ihr morgen auch nochmal alle unsere Kontaktdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, und der Aufruf lautet ganz klar, ja, wenn ihr an einer oder anderen Stelle Fragen habt zu den bestimmten Dingen, zu den verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, einfach zum Hörer greifen oder in die Tasten hauen und uns wissen lassen, wo wir vielleicht da euch bei speziellen Dingen unterstützen können. Ja, das dazu. Ich hoffe, die Köpfe rauchen bei dem heißen Wetter nicht zu sehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke mal, wir bleiben in Kontakt. Allen noch viele interessante weitere Angebote im Rahmen der Startup-Woche. Und ich hoffe, man hat demnächst noch mal miteinander zu tun. Vielen Dank auch nochmal an meine Co-Referenten und an die ganz hervorragende technische Betreuung durch Anna Kalschner. Und soweit es dazu. Und ich wünsche euch einen schönen Feierabend gleich. Ciao. So. Frische Luft.